Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers aus der Movie Line 4 Transformers Edge of Extinction Optimus Prime im Evasion Mode. Ja, diese Figur gefällt mir richtig gut mal, besser als diese ganzen Shellformer und ja, Leader Class Primes, die ziemlich grottenhässlich aussehen, muss ich zugeben. Aber hier bei dieser Figur hat sich Hasbro echt mal wirklich absolut wirklich ins Zeug gelegt und hat eine super saugeile Figur rausgebracht. Auch wenn es bei dieser Figur ja, zwei kleine Dinge zu bemängeln gibt, die allerdings dann bei der Takara-Version ein wenig besser laufen. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Ja, zeige ich euch erstmal, was bei dieser Figur mitgeliefert wird. Wir haben einmal standardüblich die Verpackung, einmal die Anleitung. Da gibt es auch eine Besonderheit, die werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Dann den Evasion Optimus Prime, auf den ich gleich auch nochmal näher eingehe. Eine Shotgun quasi und einmal die Rakete für die Shotgun. Ja, die Rakete könnt ihr natürlich hier in die Waffe einmal einstecken und dann habt ihr quasi wie so einen verlängerten Lauf vorne, finde ich ganz schön. Ja, die Schießfunktion ist ganz okay. Die Feder ist ein wenig schwach eingestellt. Das kann man natürlich auch noch beheben, wenn man die Feder ein bisschen innen drin in die Länge zieht. Gut, jetzt kommen wir aber erst einmal zu dem Karton, zu der Verpackung. Sehr interessant, diesmal bei den Voyager-Figuren auch wieder in der Blisterbox. Allerdings, oder besagt, Blister ist falsch in dem Pappkarton. Früher waren die Voyager immer seitwärts und diesmal sind sie horizontal. Hat damit zu tun, dass die Figuren jetzt im Robotermodus gezeigt werden und nicht im Fahrzeugmodus, was ich eigentlich eine sehr schöne Idee finde und was auch natürlich gut umgesetzt wurde. Ja, wir haben hier natürlich einmal einen weißen großen Streifen mit, wir sehen es, ganz groß Transformers draufstehen. Einmal sehen wir hier den Evasion Optimus Prime abgebildet. Hier muss ich nur sagen, einmal in dem eigentlich filmgetreuen Farben, in diesem verrußten, kaputten, überall Einschusslöcher übersäten. Ihr seht hier überall Einschusslöcher, hier in der Scheibe, überall. Das ist bei diesem Prime definitiv nicht mehr der Fall. Trotzdem ist die Figur einfach klasse. Ja, an der Seite, ihr seht selbst, geht dieses Artwork weiter. Unten Generations. Ja, ein Riesenbrempel braucht man eigentlich nicht. Dann typisch, wie wir es bei den Figuren kennen, hier mit diesem ganzen Artworks im Hintergrund. Wir sehen hier Optimus Prime einmal im Fahrzeugmodus und einmal im Robotermodus. Hier muss ich dazu sagen, was mich natürlich ein bisschen gestört hat, wo ich eben gerade sagte, dass die Figur einige Nachteile hat. Das ist zum Beispiel gegenüber der Takara-Version zum Beispiel, wir sehen es einmal hier oben an den Armen, die Bemalung. Innen drinne grau, das hat jetzt die fertige Version ja zwar auch, aber nicht so schön übernommen. Hier oben die Arme sind auch grau, bei der Hasbro-Version sind sie blau. Und auch hier oben, der Kopf hat hier grüne Augen und in der Originalversion von Hasbro sind die Augen durchsichtig und klar. Der Brustkorb ist eigentlich, ja man kann sagen, fast genauso. Das Einzige, was jetzt nicht so schön übernommen wurde, ist, wir sehen jetzt hier diese Silberstreifen, sind zwar bei dem Original auch vorhanden, allerdings fehlt hier unten dieses Silberne, was wir hier sehen, diese Vierecke. Die sind bei dieser Version von Hasbro nicht vorhanden, was ich sehr schade finde. Was natürlich auch Optimus Prime eigentlich ausmacht. Auch hier an der Seite dieser schöne Streifen, dieser Silberne, ist bei der Hasbro-Version nicht vorhanden und müsste quasi nachgetragen werden. Ja, und auch der Kopf hier oben ist ein wenig anders von der Bemalung. Ansonsten ist die Figur eigentlich sehr gut umgesetzt worden und auch vom Automodus oder besser Fahrzeugmodus, finde ich, ist die Figur eigentlich sehr gut umgesetzt. Das Einzige, was eben auch hier anders ist, die Radkappen sind hier silber, im Original sind sie schwarz. Das war es eigentlich auch schon im Groben und Ganzen. Mehr ist eigentlich bei dieser Figur nicht auszusetzen und ja, sonst ist die Figur, wie gesagt, perfekt umgesetzt und macht ordentlich was her. Gehen wir jetzt einfach mal über zu der Figur selbst, beziehungsweise vielleicht erstmal zur Verpackung. Was ein großes Plus ist bei Hasbro, Hasbro hat jetzt hier die, diese Anleitung
in Farbe dargestellt. Was ich sehr schön finde. Das heißt, ihr seht richtig ausgegraut quasi die Teile, die sich nicht bewegen lassen. Und die Teile, die bewegt werden, werden scharf in Originalfarbe angezeigt. Was ich echt gut finde. Besser jedenfalls als dieses Grau-Rot. Ja, wir sehen auch hier alles sehr schön aufgenommen und auch sehr gut erklärt. Und ja, Hasbro hat hier definitiv nichts falsch gemacht. Finde ich super. Ja, kommen wir jetzt einfach mal natürlich dann zu der Figur selbst. So, die Figur wird geliefert in einem typischen Generation 1 Look. Ich versuche gerade mal das Licht anders zu positionieren. So, wie gesagt, ein roter alter Semi-Truck. Finde ich sehr gut. Wir sehen einmal hier den silbernen Streifen mit dem Autobot-Symbol. Der geht hier einmal komplett über den ganzen Truck. Und hier noch einmal ein Autobot-Symbol. Die Scheiben an der Seite sind komplett silber. Das finde ich schade. Denn silberne Scheiben, die komplett metallisch wirken, das passt nicht so ganz. Hier hätte ich mir gewünscht, dass sie durchsichtig gewesen wären oder blau. Hier vorne haben wir durchsichtige Glasscheiben, die allerdings dahinter gleich schon die Roboterkomponenten zeigen. Und ja, hinten sieht man einen Teil des Brustkorbs. Finde ich trotzdem gut umgesetzt. Also ist jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Und hier außen ein Auspuff. Was ich, es ist zwar filmgetreu und auch im Film hat er nur einen Auspuff quasi auf einer Seite. Trotzdem hätte ich es mir gewünscht, dass er hier auf der anderen Seite auch noch einen gehabt hätte, wie es quasi bei der Generation 1 Line der Fall war früher. Ihr könnt natürlich auch hier wegen der Transformation den auch runterklappen, falls er euch stören sollte. Ja, auch die Beine hinten sind sehr schön übernommen worden. Ich finde, sie passen sehr gut ins Allgemeinbild. Hier hinten sehen wir den Aufleger für den Anhänger. Hier hinten ist jetzt, ja, wie so ein kleines Sechseck quasi. Ich vermute mal, da kommt vielleicht ein Anhänger rein oder so. Denn hier oben passt keiner rein. Hier außen haben wir kleine Öffnungen. Da könnt ihr zum Beispiel die Waffe drin platzieren, wenn ihr wollt. Könnt ihr quasi hinten aufstecken. Finde ich jetzt nicht so schön. Ihr könnt aber die Waffe auch, ja, weil sie auch seitliche Pins hat, wie ihr seht, könnt ihr sie auch, wenn ihr wollt, einfach seitlich auflegen oder halt so außen befestigen, wie ihr es quasi wollt. Schöner hätte ich es gefunden, hätte die Figur einige Pins außen gehabt, da ist die Rakete mir weggeflogen und die Waffe hättet ihr so an der Seite befestigen können. Das hätte ich jetzt schöner gefunden. Oder wenn ihr diese Waffe, die könnt ihr reinstecken, wenn ihr sie jetzt natürlich noch hier hinten irgendwie hättet festpinnen können und wenn dieser Knauf quasi hier unten noch verschwunden wären. Das wie so eine Art Aufleger gewesen wäre. Das wäre auch richtig geil gewesen. Ja, das waren eigentlich nur meine einzigen Mankos an diese Figur. Ansonsten, wie gesagt, ist sie ein echter Hingucker und ich würde sogar fast sagen, es ist eine der besten Voyager-Figuren, die Hasbro bisher herausgebracht hat. Aber das ist Ansichtssache. Ja, ihr könnt diese Waffen auch noch... Diese Rakete... Ihr könnt die Waffe auch noch auf oben drauf befestigen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Das sieht bescheiden aus. Ja. Ich hebe jetzt die Rakete zum dritten Mal auf. Das ist der Nachteil dieser Waffe. Der Griff hier oben ist absolut locker und alleine, wenn es nur ganz leicht berührt, ja, schießt die Waffe schon ab. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist etwas knifflig. Ist aber absolut perfekt, ja, von den Ingenieuren quasi, die diese Figur erschaffen haben, von den Designern richtig gut übernommen worden. Und ja, es gefällt mir sogar, es ist eine modernere Art quasi des Optimus Prime aus der Generation 1 Line. So, das Einfachste, was sie erstmal macht, ist hier unten die Räder lösen. Hier unten aus diesem roten Pin. Ihr seht selbst, hier ist ein silberner Pin, der ist quasi hier drin versteckt. Das heißt, ihr zieht es einmal auf und da seht ihr auch schon den Pin. Anschließend könnt ihr hier die Motorhaube vorne öffnen. So, und nach oben winkeln. Das ist erstmal das Einfachste, was ihr eigentlich machen könnt. Anschließend löst ihr hier unten die Seitenwände einmal komplett ab. So. Löst dann den Frontgrill nach vorne weg. Wie gesagt, das ist jetzt meine Art, die zu transformieren, laut der Anleitung ein bisschen anders. Ich finde es aber so die leichtere Methode. Dann drückt ihr hier einmal den Auspuff nach hinten. Anschließend dreht ihr die
Ich muss gerade mal überlegen. Ah ja, genau. Anschließend löst ihr hier die Arme seitlich ab. Hier oben. So. Und jetzt das Knifflige an dieser ganzen Sache. Diese silbernen Gläser sind hier, wie ihr seht, hier an so einer Halbrundung quasi, passen perfekt in die Seite. Hier müsst ihr quasi, wenn ihr den jetzt quasi zurückverwandeln wollt, oder besagt in einen Roboter verwandeln wollt, wenn ihr dies abhebt, das Dach erstmal so, also das heißt die Frontscheibe nach hinten, so, die Arme nach vorne, und jetzt kommt der Clou, wenn ihr jetzt diese Seitenteile hochdreht, einmal hier diese Seite innen reindrehen, ansonsten beschädigt ihr die Figur. Das heißt, einmal dann so und schon könnt ihr den Arm rumdrehen. Das heißt, einfach hier seitlich nach innen drehen und nach innen winkeln und schon könnt ihr diese Figur dann, Vorführeffekt, nach oben klappen die Seitenwände. So. Schon quasi fast die Hälfte der Transformation. Ihr seht quasi hier schon seinen Kopf. Es ist jetzt ganz simpel, was ihr machen müsst. Ihr dreht jetzt einmal die Räder komplett nach außen, so. Dreht dann die Beine einmal komplett nach unten. Splittet die Beine. Jetzt kümmert ihr euch am besten erstmal um den Torso. Der Torso ist auch ganz einfach. Ihr dreht dieses Teil komplett herum, so, bis der Kopf oben ist. Jetzt drückt ihr hier diese Seitenwände komplett so nach oben. Winkelt jetzt hier mit dem Auspuff, finde ich auch sehr gut gelöst, dass der vorne im Brustkorb versteckt wird. Absolut super geile Idee. Klickt ihr wie gesagt hier rein. Hier ebenso. Und nur zur Verdeutlichung, hier innen drin ist ein silberner Pin, den ihr hier seht, so einen eckigen. Der wird hier mit dieser Vertiefung zusammengesteckt. Miteinander verbunden, so, und schon steckt der Brustkorb fest. Anschließend dreht ihr die Arme nach unten, so, dreht hier diese Seitenpanels einmal komplett nach unten, hier ebenso, dreht anschließend hier dieses Teil, was ich auch geil finde, diesen Restteil des Frontgrills einfach nach oben, die Auspuffrohre kommen quasi zutage. Hier finde ich es schade, dass die nicht silber sind. Ich sehe gerade im Truck-Modus könnten es auch Gewehre sein. Die könnten wie gesagt silber sein, das wäre schöner. Dreht ihr wie gesagt einmal dieses Teil nach oben. So. Dreht dieses Teil komplett nach oben. Dieses rote Teil hier von dem Kopf quasi hier muss einmal hier unten drunter durch. So. Und schon winkelt ihr es oben an, drückt es herunter, drückt es fest, und jetzt ist es wichtig, wie gesagt, dass ihr hier an der Seite diese Pins, die innen drin sind, hier seht ihr sie, mit diesem silbernen Teil verbunden sind und auch dort einrasten. So, das sorgt dafür, dass der Brustkorb wirklich gut miteinander verbunden ist und es nicht wieder auseinander geht. Jetzt könnt ihr noch, ich habe jetzt viele gesehen, die haben den Kopf so gelassen, finde ich persönlich jetzt nicht schön. Ihr könnt jetzt den Kopf noch nach vorne winkeln. Entweder nach ganz nach vorne, macht er so einen Stiernacken, finde ich jetzt auch nicht so schön, sondern einfach so halb nach vorne. So hat er die perfekten Proportionen, wie ich finde, und es passt alles. So, jetzt könnt ihr noch hier vorne die Arme nach vorne winkeln. Einmal so nach vorne. Und jetzt kommt das Schwierigste eigentlich, denn es ist sehr schwerfällig bei meiner Figur. Ihr müsst diese Figur, die Beine nach vorne winkeln, wie gesagt rausziehen, nach unten drehen und gleichzeitig den Fuß gerade machen. Das gleiche hier. Wie gesagt, es geht sehr schwerfällig. Einmal so nach unten und schon haben wir die Füße. Ich muss sagen, hier hat sich Hasbro echt wirklich auch ins Zeug gelegt, auch hier mit diesem Design. Denn dieses ganze Teil hier, was sich hier dreht, klappt wirklich perfekt ineinander über. Gibt dem Fuß eine richtig geile Form. Und trotzdem ist hier unten noch dieser Fuß an einem sehr schönen Gelenk, an einem Doppelgelenk. Ich dachte erst, es wäre ein Balljoint, weil es so aussah. Aber nein, es ist ein Doppelgelenk. Einmal hier, ihr könnt den Fuß nach innen, nach außen winkeln und einmal nach oben, nach unten drehen.
Ja, und schon ist quasi Evasion Mode Optimus Prime fertig transformiert. So, die Figur ist, wie ich schon sagte, wie ich mich jetzt schon öfters wiederholt habe, einfach ein Schmuckstück. Und ihr könnt die Waffe ihm natürlich noch in die Hand geben. So, und schon ist Optimus Prime fertig. Ja, und ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, hier die Räder entweder so lassen, finde ich jetzt persönlich schöner, oder ihr könnt sie nach oben winkeln, das ist euch jetzt überlassen. Finde ich jetzt nach oben gewinkelt nicht ganz so schön, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ihr habt jetzt folgende Möglichkeiten. Die Figur hat sehr viele Bewegungspunkte. Einmal jetzt in den Beinen könnt ihr jetzt zum Beispiel die Knieschützer nach vorne winkeln. Wem es gefällt halt. Ihr könnt jetzt den Fuß einmal nach oben winkeln. Autofokus, ja, der will heute nicht. Das Knie lässt sich um 90 Grad winkeln, sogar etwas über 90 Grad. Eine perfekte, wie ich finde, Form des Fußes, wie ihr seht. Also das Knie geht wirklich sehr schön ineinander über. Und auch der Fuß, den habe ich euch schon gezeigt, könnt ihr zur Seite winkeln, nach innen winkeln und hoch und runter. Das heißt, es sind schöne Posen möglich. Ihr könnt das Bein einmal nach außen winkeln. Ist auch möglich. Dann habt ihr noch die Möglichkeiten, den Ellenbogen, das heißt erstmal die Schulter, um 360 Grad zu drehen. Das Ellenbogengelenk könnt ihr einmal zur Seite drehen, einmal komplett auch um 360 Grad drehen. Und ihr könnt einmal hier den Arm komplett so nach oben winkeln, was ich auch sehr schön finde. Das heißt nicht nur 90 Grad, sondern wirklich nach oben. Und es hat natürlich auch einen negativen Aspekt, diese Scheibe hier hinten, die im Truck-Modus eigentlich zu sehen ist. Und hier das Dach, wegen der Transformation lässt sich natürlich dann der Arm so schön knicken. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn ihr den Arm so dreht, geht's noch. Wenn ihr den Arm nach ganz unten dreht, sieht dieser Arm hier ein wenig merkwürdig aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, deswegen lasse ich den Arm jetzt lieber so. Das macht dann natürlich auch mehr her. Der Torso hat ein ganz normales Drehgelenk. Der Kopf, wie gesagt, ist auf einem Balljoint. Das heißt hoch, runter, seitlich, wie auch immer. Ihr könnt ihn drehen, wie ihr wollt. Ich finde es sehr beweglich auf jeden Fall, wenn ich mir so mal angucke. Und ihr könnt natürlich dann auch noch durch den Hals, den ihr nach hinten dreht, natürlich auch den Kopf noch weiter bewegen. So. Also es macht schon sehr viel von der Bewegung her. Die Fäuste lassen sich drehen. Nach links und rechts, sind bei mir jetzt noch steif, weil ich halt die Figur mir quasi erst geholt habe. Ihr könnt sie jetzt quasi einmal drehen, auch nach zur anderen Seite drehen. Hier ist sie jetzt noch zu fest. Wenn ich jetzt Pistole hier reinstecken würde, könnte ich es auch drehen, das lasse ich mal lieber. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zu dem, was ich vorhin bemängelt habe, anhand der Verpackung. Es ist einiges abgeändert, was mir nicht gefällt. Das muss ich leider mal wieder Hasbro ankreiden. Leider. Die Arme sind silber in der Takara-Version. Hier sind sie blau komplett. Das heißt also, normalerweise sind jetzt, ich zeige es euch mal anhand des Fotos. Ihr seht selbst, normalerweise die Arme sind silber, die Schultern sind rot. Hier ist einfach alles blau. Blau in blau in blau. Finde ich sehr schade, es nimmt der Figur einige Details weg und ihr seht auch hier, wie ich es vorhin sagte, am Brustkorb hier ist Silber, hier ist komplett rot, es fehlt einfach komplett. Das finde ich halt sehr schade und ja, auch das Gesicht, es wirkt irgendwie unvollständig irgendwie. Es ist anhand der Bemalung, ihr seht selbst bei der Takara-Version hier vorne, das Gesicht ist viel schöner gemalt. Es hat auch hier richtig einen schwarzen Punkt oben bei der Öffnung. Und bei der Version hier, ihr seht es selbst, es ist ein silberner Punkt oben, nicht so schön gemacht. Und das Gesicht sieht irgendwie unfertig aus. Hier könnten einige Wash-Farben, wie man sie so schön nennt, die Schattierungen werfen, echt eine Menge ausmachen und auch helfen. Und ja, ich finde es halt schade. Es hätte wirklich besser gemacht werden können. Genauso hier. Das Graue hinter den Armen ist hier, wie ihr seht, nicht vorhanden. Es fehlt also komplett, es ist rot. Das finde ich eigentlich auch sehr schade. Das hätte man vielleicht anders lösen können.
Und ja, ansonsten die Füße sind komplett blau, sind zwar auf dem Foto auch blau, hätte ich jetzt allerdings wie im Film allerdings lieber in Silber gesehen oder in Silberrot zumindest. Hier würde ich wahrscheinlich ein Custom draus machen und dann dementsprechend originalgetreu anmalen. Was aber Hasbro uns hier liefert bei dieser Figur, muss ich sagen, ist ein absolutes Nonplusultra, ein absolutes Plus in jeder Sammlung. Wer Optimus Prime liebt, wird diese Figur auch lieben. Und auch wer ihn nicht so mag, will ihn garantiert in seiner Sammlung haben, wenn er Transformers sammelt. Denn die Figur verdient volle 10 von 10 Punkten, egal im Fahrzeugmodus oder im Robotermodus. Die Beweglichkeit ist enorm. Kein großes Backpack, erinnert sehr stark auch in dem Film natürlich an den Generation One Optimus Prime. Nur hier haben sie natürlich die Aspekte des alten Optimus Prime in Sachen Fahrzeugmodus und den neuen Optimus Prime aus dem Kinofilm mit dem Design komplett vermengt und es sieht genial aus. Ich habe mir damals beim ersten Transformers-Film echt gewünscht, dass der Optimus Prime im alten Truck-Modus wieder erscheint, aber wir hatten nur die Masterpiece-Figuren, was ich irgendwie sehr, sehr schade fand irgendwie. Und weil ich kein Fan von denen bin, muss aber sagen, diese Figur in dem Truck-Modus sieht einfach nur Bombe aus. Und ich werde mir die Takara-Version definitiv auch noch zulegen. Und auch die Rusty Prime-Version werde ich versuchen, mir zu holen. Beziehungsweise, wenn ich extrem viel Glück habe, die Milk-Version in einer besonderen Customized-Version, die es speziell über ein Gewinnspiel in den USA gibt. Vielleicht habe ich Glück und ich bekomme ihn. Auf jeden Fall holt ihn euch. Es lohnt sich. Und ihr bereut es nicht. Ich kann es euch nur sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Review wieder. Und ja, abonniert mich oder empfehlt mich weiter. Ich würde mich natürlich sehr freuen, weil mein Kanal natürlich auch noch im Aufbau liegt. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Rexford.